Es geht um Umweltbewusstsein, vielleicht auch nachhaltiger Leben. Was tun Sie selbst, um nachhaltiger oder auch umweltfreundlicher zu leben? Also das Schöne, es wird einem ja mittlerweile wirklich leicht gemacht. Also es gibt keine Ausreden mehr, also vom hinten auf die Verpackung zu gucken, Mülltrennung, so die ganz profanen Sachen. Aber natürlich auch, was uns das Jahr gezeigt hat, auch mal so die Lebensplanung, die Reiseplanung und so weiter und so fort, die Businessplanung. Und das ist erstmal so, das kann jeder machen und das mache ich auch. Sie haben es gerade angesprochen, das letzte Jahr war ja, ein extremes Jahr für viele Menschen. Wie haben Sie das erlebt? Ich bin Musikproduzent, Musiker. Insofern war das für mich natürlich schon trotzdem einschneidend, aber ich konnte kreativ sein. Das war für mich gut. Es hat mich aber, obwohl ich schon bewusst bin, würde ich sagen, es hat mich noch bewusster gemacht. Also ich bin der Situation eigentlich wirklich dankbar, muss ich sagen. Worauf freuen Sie sich jetzt besonders? Was wollen Sie als erstes machen, wenn es jetzt wieder geht? Also ich sag mal so, auch dieses Gespräch jetzt, das gibt mir schon einiges. Also die Menschen haben mir gefehlt, muss ich wirklich sagen, also so im echten Leben. Und aber auch das natürlich mit neuem Bewusstsein, aber ich genieße es tatsächlich, mal wieder unter Menschen zu sein.